sind hier noch in Thüringen, aber direkt an der Grenze zu Franken, sprich zu Bayern. Gibt es genug, das stimmt. In einem kleinen Ort mit Namen Einöd. Aber Einöd verbirgt nicht Einsamkeit, sondern in diesem Fall verbirgt Einöd eigentlich Reiterei, Westernreiterei. Und das machen wir heute. Wir machen also ein Osterturnier. Nicht zum ersten Mal, sondern dieses Osterturnier findet mittlerweile zum sechsten Mal statt. Und Westernreitturnier in der Form, dass wir sagen, wir reiten hier mit Rindern. Und das ist ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt nicht viele Ranches, wo man in der Größenordnung mit Rindern arbeitet. 21,9 Sekunden. Wenn du langsam sind, hast du gleich zwei Sekunden mehr. Nächster Starter, Matthias Joosten, danach hält sich bereit Norbert Otto und Rudi Hecht. Wir haben dieses Jahr noch Großes vor, ganz einfach. Vom 7. bis 10. August finden hier die Europameisterschaften im Team und Kettlebanning statt. Team und Kettlebanning ist eine Westernreitdisziplin oder sind Westernreitdisziplinen, wo es darum geht, Rinder auszusortieren und nach Zeit in einen Korral zu treiben. Das ist das, was wir hier sportlich betreiben. Und der Zuspruch an Zuschauern, an Gästen, die jedes Jahr wächst, das ist ganz einfach ein Dankeschön für uns und eine Genugtuung, dass wir damit angefangen haben und auch bei der Stange geblieben sind. Heute haben wir am Start 39 Teams. Gestern hatten wir hier eine große Veranstaltung von der EWU, wo wir 69 Einzelstarter hier hatten. Und das allein sagt schon, bedeutet natürlich auch logistisch eine Herausforderung. 69 Pferde kommen, 69 Pferde müssen an einem Tag gehen und gleichzeitig kommen 39 neue wieder dazu. Zu dem Bestand von 35 Pferden, den wir hier auf dem Hof sowieso haben. Also es ist logistisch nicht einfach und nur mit einer guten Mannschaft zu stemmen. Und zum Glück habe ich eine gute Mannschaft hinter mir, die Familie vorne dran und letztendlich gute Freunde und viele Reitbegeisterte aus der Umgebung an erster Stelle. Und wenn man weiß, dass wir hier im Jahr ca. 500 Rinder nur allein zu Trainings- und Wettkampfzwecken benötigen und die auch zur Verfügung gestellt bekommen, dann kann man sich vorstellen, da muss im Hintergrund irgendwas sein. Und im Hintergrund ist ganz einfach die Agrargenossenschaft, die hier uns großzügigerweise Rinder zur Verfügung stellt, damit wir diesen Sport so, wie wir ihn betreiben, betreiben können.
Wir legen viel Augenmerk darauf, dass es unseren Tieren gut geht. Dass nicht nur die Pferde, sondern auch die Rinder schonend behandelt werden. Und wenn man den Wettkampf verfolgt und kriegt mit, wenn der Richter abpfeift, was für den Zuschauer eigentlich gar nicht erkennbar ist, aber der Richter sagt dann schon, das ist härter am Rind, das pfeifen wir weg, denn wir wollen sauberen Sport haben. Sauberen Sport in Verbindung mit dem Partner Tier. Denn es ist nicht nur das Pferd, es sind letztendlich auch die Rinder, die in dem Fall ja uns zum Gelingen dazutragen oder auch nicht.